Das ist eine Frage, die man nicht mit einem Satz beantworten kann. Ich bin ja nun schon ein bisschen länger in der Kommunalpolitik tätig. Auch in Salzwedel bin ich damals nicht angetreten, um Bürgermeister zu werden, sondern eher angetreten, um was für den Ort zu bewirken. Irgendwann kam dann die Frage auf, wenn du etwas für Salzwedel bewirken möchtest, dann musst du eine Stimme im Stadtrat haben. Das wiederum hat mich bewogen, in den Stadtrat einzutreten. Und da war es dann auch logisch, dass ich mich einer Partei anschließen muss. Ich habe dann geguckt, mit welcher Partei ich die größten Schnittmengen habe. Das war in diesem Fall die SPD. Ja, und aufgrund, ich sage mal, meiner Arbeit und auch meines Zuspruchs, den ich im Laufe der Jahre gekriegt habe, war es dann einfach eine logische Konsequenz bei der Frage, wer nominiert wird von der SPD, dass ich einfach sage, jawohl, das kann ich mir vorstellen, ich bin dabei und ich möchte, weil ich halt mit dem Herzen dabei bin, für Eimig was bewirken als Bürgermeister. Was qualifiziert ein Bürgermeister? Das ist ja immer so eine Frage. Muss es ein Verwaltungsmensch sein? Muss es ein Zahlenmensch sein? Oder muss es einfach jemand sein, der gut mit Menschen umgehen kann, der den Leuten zuhört und natürlich auch bei dem Volk, das ihn letztendlich wählt, auch gut angesehen ist. Das heißt, etabliert ist und die Leute einfach das Gefühl haben, jawohl, und das ist ja auch mein Motto, einer von uns, einer für uns, dass ich halt einer von den Leuten bin, deren Sprache spreche und hoffe dann auch, mich für die Belange der Leute in der Stadt einzusetzen. Ein Einbecker Junge, der für seine Heimat lebt. Meine Stärken sind, auf die Leute zugehen, den Leuten zuzuhören, mit den Leuten auch ins Gespräch kommen. Ja, das würde ich mal so als persönliche Stärken bezeichnen. Ich möchte manchmal ein bisschen sicherer in der Rede sein. Ich möchte manchmal meine Gefühle mehr im Griff haben. Wobei ich andersrum auch glaube, dass mich das wieder auch ein bisschen natürlich wirken lässt. Auch das mit einem Satz oder einfach so zu beantworten, fällt gar nicht leicht. Wichtig ist einfach, dass die Leute sich hier wohlfühlen und dass wir es schaffen, dass die Leute gern Einbecker sind, hier gern leben und auch hier alles finden, was sie zum Leben brauchen, um nicht irgendeinen Grund zu finden, abzuwandern. Auch in Zukunft eine liebens- und lebenswerte Stadt sein. Einbeck muss familienfreundlich sein und genügend Arbeitsplätze bieten. Nicht ausreichend. Ausbaufähig. Ein Gewinn. Ebenfalls ein Gewinn, aber ein kostspieliges Projekt. Zu teuer. Bier. Schnitzel. Rot. Klassik. Fahrrad. Zug. Zug. Fachwerk. Ortsteil.